Servus, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Zu meinem Fazit über 300 Kilometer mit Klickschuhen kommen wir später. Zuerst müssen wir noch Kleinigkeiten am Fahrrad machen. Wie man sieht, hat der Zahn der Zeit ganz schön an meinem Sattel genagt. 17.000 Kilometer in nur 38 Monaten. Aber ich habe mir schon was überlegt. As the gravel-specific option, the Terra Argo has been engineered with a compliant shell to offer a certain degree of flexibility. This controlled elasticity absorbs road chatter and vibrations, delivering the comfort needed for long-distance riding over unpaved roads. To better support the Terra Argo's flexible shell, we used our closed-loop Mobius rail system for increased structural stability and responsiveness. The Terra Argo features a waved profile to provide the lower back support necessary for long rides and to help riders hold their position while climbing on loose terrain. The same goes for the dropped nose design, which allows riders to rotate their pelvis while pushing forward on the nose for better traction and power transfer. A rubber layer at the bottom of the cutout functions as a mud flap, blocking unwanted dirt and spray from the road. The padding is made from Fidzik's proprietary Type 2 foam formulation, slightly thicker around the ischial sit bones area to support a more upright riding posture. The cushioning is slightly softer and more progressive than the type we use on our racing saddles, providing more long-distance comfort. Sie haben Post. Ich denke mal, dass meine Griffe auch ein Update benötigen. Das wird heute aber mal ein kleiner Service. Man nehme einen 3 mm Sechskant, Schraube lösen. Das war's. Schauen wir doch mal, was die Bedienungsanleitung so zum Besten gibt. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. 4 DIN A4 Seiten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Fehlmontage droht Sturzgefahr. Na, ob ich das hinkriege. Ich gebe mal mein Bestes. Man achte drauf, rechts und links. Dort gibt es eine Bezeichnung, oben und unten, nur oben. Nach Feste kommt wie immer ganz lose und fertig. Ich bin dann mal umgestiegen von Ergon GA3 auf Ergon GA2. Dieser Flügel hat bei mir nichts gebracht. Dann machen wir kurz noch die andere Seite. Was soll ich euch sagen? Klickschuhe sind eine ganz feine Angelegenheit. Erstens habe ich eine viel höhere Kraftentwicklung, weil ich nicht nur drücken kann oder drücken muss wie beim normalen Radfahren, sondern ich kann auch mit dem Fuß ziehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich auf den Klickpedalen, die ja beidseitig sind, einmal Flat und einmal Klick, kann ich auch mal mit Chucks einfach zum Bäcker fahren, ohne dass ich mir die Schuhe kaputt mache, weil auf den Pedalen also keine Pins sind. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Wunderbar hier. Eine fantastische Aussicht.